Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's! Liebe Wiesn-Gaudi-TV-Zuschauer, wir sind ganz kurz vor Wiesn und da ist eine Sache besonders wichtig, fit sein für die Wiesn. Und da habe ich heute zwei ganz liebe, junge, sportliche Models von Gaudi jetzt da, die uns mal ein bisschen was zum Thema Sport erzählen können, vielleicht auch den ein oder anderen Tipp haben, wie ich fit bin auf der Wiesn. Kommt doch mal her, ihr beiden bitte. Und stellt euch vielleicht auch mal ganz kurz vor. Ja, ich bin der Tobi. Und du bist der? Benny. So, ihr beide seid Models für das Label? Gaudi Herz, genau. Was ist Gaudi Herz genau? Gaudi Herz ist ein Modelabel aus München und ist ein Startup-Unternehmen eben für junge, sportliche Menschen. Und was macht Gaudi Herz besonders? Besonders an Gaudi Herz ist, dass wirklich jedes einzelne Stück von Designern entworfen bzw. designt wird. Und zum Beispiel die Weste, die ich trage, ist von einer jungen Münchner Designerin entworfen. Und ja, ich glaube, das macht es sehr besonders. Was ist denn das Erkennungsmerkmal von Gaudi Herz? Genau, das ist hier einmal das Herz, was hier auf jeder Weste und auf jedem Hemd schön zu sehen ist. Okay, und ihr beide seid Models für Gaudi Herz und ich habe auch schon gesehen, eine wenig sportlicher unterwegs als vielleicht so der Durchschnittswiesenbesucher. Was macht ihr denn, um euch für die Wiesn fit zu machen? Ja, wie gesagt, wir sind sportlich unterwegs, machen viel Sport, schauen, dass wir uns gesund ernähren und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Und viel an der frischen Luft sein, das ist natürlich auch wichtig, ja. Wie bereitest du dich denn explizit auf die Wiesn vor? Gibt es da irgendwie sowas, was du immer machst, bevor du auf die Wiesn gehst, also in sportlicher Hinsicht? Ja, ich schaue schon, dass ich in der Zeit gerade vor der Wiesn oft ins Fitnessstudio gehe, einfach um den Körper fit zu halten. Ich meine, macht einen super Eindruck auf die Mädels und fühlt sich auch selber besser. Jetzt braucht man natürlich in der Lederhose ordentlich Wadeln. Was ist denn so eine klassische Übung, die man machen kann, damit man eben gute Waden kriegt? Wadenheben nennt sich das Ganze. Wadenheben klingt total furchtbar. Das ist ähnlich wie Wagenheben, aber nein, Wadenheben. Kannst du mal kurz zeigen, wie das funktioniert? Ja, im Prinzip hat man ein Gewicht mit einer Handelstange auf dem Rücken liegen und man kann es an der Treppe machen. Ich zeige es jetzt mal seitlich. Und man wippt eben immer nach oben und dadurch beansprucht man nur die Wadenmuskulatur. Jetzt ist es ja so, dass man so bei Sport und Tracht sich erstmal denkt, mei, passt eigentlich gar nicht so gut zusammen. Dass es aber sehr wohl ganz, ganz super zusammenpassen kann, beweisen gerade vier Unternehmen. Und zwar das Hippodrom, Gaudi Herz, wo die beiden Jungs davon da sind, Dirndl-Liebe und Body and Soul. Und zwar kann man da wirklich richtig, richtig coole Preise gewinnen. Was kann man denn da so gewinnen gerade? Ein Dirndl-Liebe-Gutschein im Wert von 1000 Euro. Also das ist mehr wie ein Dirndl. Man kann sich da noch ein super Accessoire dazu aussuchen und einen Wiesentisch im Hippodrom. Das ist ja schon mal recht ordentlich. Gibt es noch irgendwas zu gewinnen? Ja, ein komplettes Outfit von Gaudi Herz, das heißt von oben bis unten eingekleidet und eine Jahresmitgliedschaft im Body and Soul. Und das Einzige, was man dafür machen muss, ist ein Foto einzuschicken. Und zwar eins, wo man am besten möglichst sportlich rüberkommt und dabei Tracht trägt. Und das Ganze gilt es zu schicken an Body and Soul. Die Adresse blenden wir hier gerade mal ein. So ihr beiden, was macht ihr jetzt heute noch, um vielleicht noch ein bisschen einen Ticken fitter zu werden? Wir wollten heute eigentlich noch im Biergarten gehen, ehrlich gesagt. Ja, im Endeffekt geht es ja auch darum, du musst die Maßkrug erstmal stemmen können, ja? Also im Endeffekt, wie viele Maßkrüge kannst du tragen, was meinst du? 12 habe ich schon mal geschafft, ja. Okay, hiermit ist bewiesen, die beiden haben Trachtern und sind obersportlich. Und damit entlassen wir die beiden in ihren wohlverdienten Biergartenfeierabend. Servus, macht's gut!